Ist noch Eschen und Holz finden, dann können wir das machen. Wo ist denn die Holzverarbeitung hingewandert? Hier. Welche Eschenstamm? Cool. Dann machen wir das. Müssen wir nur noch ein Pulsar-Ding jetzt das mal. Müssen wir da nochmal rausfahren. Ein, zwei von denen einsammeln. Und wieder uns dann zwei. Bin immer noch fürchterlich hier drin. Sägen. Pulsarbahn brauchen wir dann gleich noch. Da können wir ja gleich nochmal hin. Vielleicht verkauft uns jemand hier zwei davon. Sekunde. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was Verschüttetes aufwischen. Hier waren wir zwar schon, aber weil es so kleiner war. Irgendwas sollten wir hier auch noch in Oxbury. Abgesehen von der Quest, die wir hier und einige Schlüsse hier. Feuerzeug. In meiner Wohnung in Oxbury. Besuchen. In der Wohnung. Tschüss. Oh. Da kommen wir nicht hoch. In das Café können wir rein. Oh, hallo, kann ich dir etwas bringen? Du suchst jemanden, einen berühmten Holzarbeiter? Oh, klar, natürlich, du meinst meinen Freund. Oder soll ich lieber Ex-Freund sagen? Ich habe ihn rausgerufen, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Wir haben länger nicht mehr miteinander geredet. Ich weiß also nicht genau, wo er sein könnte. Aber so wie ich ihn kenne, hängt er wahrscheinlich einfach nur irgendwo in einem Park herum. In seinem Lieblingsplatz, in seinem Lieblingsplatz der Amberton Park. Er hat nie besonders viel getan. Aha. Da wollten wir eh als nächstes hin. Ich sag mal, verkaufst du zufällig. Nein, verkaufst du nicht. Wohlbeersamen. Mehr Getreide. Tauch mal hier ein bisschen ein.
Schlüssel für Oxbury. Aha. Kostet 10.000. Na, großartig. Oh. Das Quest-Item können wir uns nicht mehr leisten. Hier womöglich noch ein bisschen wertvolles Zeug. Und hier können wir jetzt rein. Dafür war der Schlüssel. Lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Die Raserei der Liebe. Ah. Okay. Dafür war das jetzt gut. Weniger Stuff. Mitwohner ist eine seltsame Ente. Ich höre ihn in seinem Zimmer quaken. Hoffentlich will er mich nicht beißen. Aha. Eine Ente. Etwas für. Merklose Sammelkarte. Jury, der Klempner ist hier. Moment mal. Du hast keinen Schnurrbart. Du bist nicht der Klempner. Raus. Ah ja. It's a me, Mario. Wir sollen hoch. Hinaus. Sprechen wir in der Lage sein. Miete hier ist zu teuer. Wünschte, ich könnte mir eine größere Wohnung leisten. Mit weniger Ratten. Irgendwo muss ja die Gesuchte sein. Ich beobachte gerne Leute, die draußen vorbeigehen. Und als ein Beobachter. Ein Warte. Das klingt nicht gut. Ich meine, ich sehe gern zu, wie Leute sich bewegen. Das ist klar noch schlimmer. Vergiss es. Aha. Hier können wir jetzt auch rein. Oh oh. Kannst du mir schnell helfen, Nachbarin? Wie es scheint, habe ich schon wieder meine Schlüssel verloren. Weit können sie nicht sein. Wenn ich sie nicht schleunigst finde, schmilzt mein Eis. Das wäre eine schöne Sauerei. Oh, wo könnten die Schlüssel nur sein? Und du hilfst mir noch nicht einmal. Naja, immerhin hast du mir zugehört. Es ist wenigstens etwas Zuckerschote.
siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Das ist in Ordnung. Wie schade. Ich wollte mich wirklich um dich kümmern. Dafür sind Nachbarn ja da. Mein Lieber, ich würde dich gerne hereinbitten, aber ohne Schlüssel keine Couch. Diese Couch ist so gemütlich, die Kisten sind gerade richtig abgenutzt. Oder eher zertrampelt. Henry und Sarah sind immer wild darauf herumgehüpft. Als wir noch in unserem alten Haus gewohnt haben, ist Henry mal gestürzt und mit dem Kopf gegen den Glastisch geknallt. Er hat sich die Seele aus dem Leib gebrüllt. Überall war Blut. Auf der Fahrt ins Krankenhaus hat er gefragt, ob er sterben würde. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste einfach verblättert. Aber nein, Dummerchen, das wird schon wieder. Ich wünschte, ich würde immer noch in diesem Haus wohnen. Nach Davids Tod musste ich es verkaufen. Außerdem waren die Kinder inzwischen weggezogen. Und zwar zu groß für eine kleine alte Dame. Und der Rasen. Ich wollte nicht jeden Sonntag im Schweiße meines Angesichts den Rasen wählen. Wusstest du, dass wir das Haus entwerfen ließen? Von einem professionellen Architekten. Es war immer tot. Er war immer totschick gekleidet. Ganz in Schwarz mit einem glänzenden Schnauzbart. Ich war wohl ein bisschen in ihn verschossen. Ich weiß. Er würde mich sicher nicht erkennen, wenn ich ihm zufällig begegnen würde. Oder vielleicht doch. Er hat mal sein fotografisches Gedächtnis erwähnt. Weißt du was? Vielleicht sollte ich ihn anrufen. Ich könnte sagen, mein lieber Anthony, ich hätte sehr gerne die Originalpläne für mein altes Haus. Sie sind mir vor kurzem bei einem Umzug abhanden gekommen und ich hätte gerne eine Kopie. Könnte ich schnell vorbeikommen und sie abholen? Moment mal, ich habe eine bessere Idee. Du sollst ihm einen Besuch abstatten. Finde heraus, ob er immer noch so adrett aussieht wie in meinen Träumen. Wenn du mit schlechten Nachrichten zukommst, habe ich mir eine Reise erspart. Sein Büro war irgendwo in Hummingbird. Die Adresse kenne ich. Du weißt ja, dass ich meine Handtasche und meinem Adressbüchlein und der Brosche meiner Mutter verloren habe. Ich will gar nicht daran denken. Sie hat immer nur diese Brosche geredet. Na los, steh nicht so untätig da. Frag in Hummingbird rum. Deinem freundlichen Lächeln kann man widerstehen. Aha, hier kriegen wir ein neues. Einen Reisenden. Eine neue Reisende. Dann fahren wir erstmal nach Hummingbird, oder? Bevor wir hier weiterfahren. Hummingbird war hier irgendwo. Genau hier. Hin und her. Das ist inzwischen Nacht geworden. Das heißt, das Schiff wird jede Sekunde stoppen. Ein bisschen Lauch und Kartoffeln. Mal schauen, was wir aus den Kartoffeln machen können. Da fängt es an zu regnen. Ach ja, wir sollten
bei Dingen zu vorbeischauen. Kurz meinen Kurs ändern. So, hier nochmal kurz reinfliegen. Und dann. Auf nach Hummingbird. Kleiner Umweg. Schon wieder. Ach, warum nicht? Auf geht's. Ein bisschen Glimms sammeln. Kann auch gehen, nicht schauen. Der wach geworden und dann Ding schläft. Ein Gewitter. So hoch hier. Bis da angekommen bin. Das ist dann aber schon fast weg. Das ist dir klar, was du da machst. Mein Bruder hier ist allergisch gegen diesen Flusskrebs. Weg. Servier uns was, wir müssen nie wieder. Ich lass den gleich verhungern. Er gibt trotzdem eine Umarmung. Auch wenn er sie nicht verdient hat. Umarmung für jeden. Grits Gemüse. Da haben sich die Kartoffeln ja gelohnt. Rindfleisch. Können wir bestimmt kombinieren mit. Das können wir mit Fisch. Weiß nicht, ob das so gut wird. Und Karotten, das passt auch bestimmt. So herumzukommandieren erinnert mich an damals, als ich herumkommandiert wurde. Ich weiß schon, ich, dass du das glauben kannst, das erinnert mich an meinen letzten Job. Mein Bruder mag es nicht, wenn ich zu oft darüber spreche. Wir waren Vollstrecker für Don Carmino. Wir führten alle seine Befehle aus, ohne zu zögern. Keine Auftrag war zu klein für uns. Wir waren effizient. Wir haben jeden Job erledigt. Niemand konnte uns aufhalten. Niemand, nicht mal das FBI. Wenn du deine Karten clever spielst, erreichst du irgendwann vielleicht schon bald unser Niveau. Also gut. Okay, wir brauchen jetzt hier noch zwei Dinger. Thank you.
geht's. Fangen wir die uns. Da bin ich noch nicht so gut drin. Senkrecht fallen, dann die hier. Die können wir kriegen. Manchmal. Das war fast peinlich. Dass wir dafür keinen gekriegt haben. Ich glaube, hier ist die beste Stelle. Kann man den Klo fliegen und uns fern lassen. Irgendwie haben wir jetzt einiges. Machen wir das mal fertig. Wir haben das heute nach Hummingbird gespielt. Erstmal wird geschmiedet. Jetzt müssen wir noch genügend für den Steinzaun-Schmetterer dabei haben. Wozu auch immer wir den gebrauchen können. Welcher Fortu ist Werkstatt oben drauf? Ich hab Bretter. Dann her damit. Eschenbrett. Ah. Eines. Da sind durch Stein durchgefahren. Deswegen komme ich gleich hoch. Nein, Atul. Weiterfahren. Können wir die jetzt noch benutzen? Wunderschön. Niki kann die malmenden Geräusche von drinnen schon hören. Sicher eine Schönheit. Versuch etwas zu zerkleinern. Es fühlt sich sicher super an. Lass mal von deiner angestauten Wut raus. Wie? Ich werde es dir nicht erklären. Selbst ein Baby könnte das. Wirf die Maschine an und lass es krachen. Ein Kinderspiel. Hier hast du ein paar Steine für den Anfang. Mach dich ans Zerschmettern. Ich werde hier warten und den Krach lauschen. Aha. Gummisteine. Oder können wir Sonnenblumenkerne smatschen?
Säge, das ist nur vorbei. Oh, mehr davon. Aber Öl, so ein dumm Öl. Dafür war das gut. Damit können wir jetzt nicht das Hühnchen machen. Dem Stein hast du es aber gezeigt, wo die Hammer hängt. Er hat laut um Gnade gebettelt. Das war ziemlich cool. Hat sich sicher gut angefühlt. Du hast echt was drauf, Kundschafterin. Ich weiß, dass du den nächsten Job erledigen kannst. Dazu, Mickey braucht ein Haus. Nicht einfach nur irgendein Haus. Er braucht einen verdammten Palast. Marmor, vergoldeter Spiegel, Palmen innen drin. Noch irgendwelche anderen Ansprüche? So bescheiden. Das volle Programm. Etwas, das unter unsere alten Nachbarn zu Westblut treiben würde. Kümmere dich darum. Ein Boot ist ein guter Begriff dafür. Anfall erfüllt Krach, Krach. Welch edler Palast. Eschenbrett. Okay, vielleicht können wir noch ein bisschen Esche schneiden. Ich will ihn schnell loswerden. Deswegen erfüllen wir seine Quest als erstes. Okay, wir haben keine Esche. Wir müssen wieder Esche sammeln. Aber wir können jetzt was anderes. Wir können Arthur endlich mal sein Gericht gucken. Wenn das hier fertig ist. Wie sieht es denn mit Arthurs Aufbesserung aus? Ah ja. Glas und Kometenpulver. Haben wir nicht Kometen mit? Glas müssen wir irgendwo noch kaufen. Kometenstein. Bilderrahmen, wir warten das Hühnchen. Gerade nicht. Zwei Glas müssen wir noch irgendwo besorgen. Um Arthurs Wohnung nicht fertig machen. Das Hühnchen ist auch nicht mehr fern. Schon. Nicht immer an alles gleichzeitig denken. So, erstmal schlafen. Thank you.
Wir sind in Hammelburg angekommen. Interessant. Fleischertopf. Mhm. So, jetzt wollen wir Hühnerfleisch. Mit Öl. Ich hoffe, das funktioniert. Der Tour hat lange auf sein Hühnchen gewartet. Groß scharf. Jetzt mal. Aha. Aha. Also, er hat auch Hunger. Fleisch hat doch für dich. Blumen haben auch Hunger. Und unsere Katze hält das irgendwie aus. Der Fülle, die hat noch nichts gut zu essen gekriegt. Der hier hat bestimmt auch einen Löwenhunger. Achso, das ist noch Satz.